Hi Leute, ja, wenn ihr euch fragt, wo ich bin im Bad, weil ich euch eben zeigen will, wie meine Methode vom Ausmisten ist, von dem Dings. Also, manche finden das ekelhaft, weil ich finde das ganz normal bei Katzenbesitzen. Und Maya schaut mir eigentlich sehr oft dabei zu, aber heute hat sie halt keinen Bock. Und ja, es ist jetzt ein kleines Video, ich mache jetzt nicht so ein großes, aber okay. Hocke ich mich hier ein bisschen so hin. Hier ist eben immer so ein Teil. Wenn sie rausgeht, dann bleiben die Körnchen da kleben. Dann nehme ich, das ist eben unser Katzenklo. Unser Katzenklo. Wir haben immer zwei Schaufeln. Und die brauchen wir fürs Grobe, fürs Große und die fürs Grobe. Brauche ich hier ein Tütchen. Und die Tütchen tue ich dann immer in den Hundemülleimer nachher. Ich mache das jetzt erstmal auf. Jetzt muss ich erstmal die Matte hier wegmachen. Eigentlich mache ich das nie, aber mit einer Hand ist es schwer. Gucken, hier ist die Pisse. Und jetzt tut man das so rauf und dann klopfe ich immer hier so. Mit einer Hand ist es echt schwer. Manche machen das anders, ich mache das so. Dann sind hier eben die ganzen Steinchen und hier eben der Mist, was da bleibt. Und dann kratze ich das immer so ab, so. Und tue das in eine Ecke. Manche finden das komisch, wie ich das mache. Ich finde das ganz normal, weil ich das so von meinen Eltern gelernt habe. Die hatten früher auch eine Katze. Also eher gesagt mein Papa. So, jetzt hole ich das Grobe so weg. Also das ist jetzt da und ich tue das schnell in die Tüte. So, jetzt habe ich den groben Mist da drin. Und dieser Mister, also der kleine, das tue ich dann mit der, weil mit der gehen eben die restlichen Körnchen noch weg. So, jetzt haben wir auch Besuch von Maya bekommen. Also die ist jetzt mal hier in der Badewanne. Und wenn sie jetzt zum Beispiel auf die Toilette muss, wie jetzt, dann tue ich einfach raus. Tue schnell den Sand hin, so. Ganz schnell, so, zack, zack, zack. Und dann muss sie jetzt halt auf die Toilette. Und das filme ich jetzt nicht mit und ich höre jetzt auch nicht zu, weil ich auch nicht gerne mag, wenn jetzt zum Beispiel ich auf die Toilette muss und mir jemand zuschaut. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht, wie es andere mögen, aber ich mag das auf gar keinen Fall. Und ja, jetzt warte ich einfach, bis sie fertig ist. Man hört jetzt gleich, wie sie sich bewegt. Und sie kriegt das jetzt zu. Und ich schaue wirklich nicht. So, sie ist fertig. Sie kriegt das jetzt hier zu. Und für mich ist es immer eine gute Gelegenheit, weil es jetzt frisch ist. Und sie macht dann immer mit den Pfötchen hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was sie meint. Das meinte ich. Das macht sie immer. Zu schnell nach dem Teppich hier, falls sie hier rausspringt. Ja. Und ja. Ja, falsche Seite ausgehen, das läuft immer. So. Der Vorgang wiederholt sich wieder. Wie man sehen kann, ist es frisch und es wiederholt sich der Vorgang. Und manchmal will Maya sogar vielleicht auch wieder rein. Ich lasse natürlich, sie muss jetzt nicht, sie will nur ihr Geschäft wegmachen und Maya, was machst du da? Hallo? Das macht sie immer. Naja. Und das ist der Teekocher. Naja. Kannst du jetzt mal bitte rausgehen? Sie ist nicht blind oder so, sie macht es halt einfach. Keine Ahnung, wieso sie das macht. Sie riecht vielleicht noch da ihr Urin oder so. Jetzt geht sie raus und jetzt kann ich weitermachen. Ist halt ganz normal. Das ist immer so beim Putzen. So. Und jetzt ist sogar das noch alles frisch und ich kann das schnell versorgen. Der Nachteil ist, wenn man die Toilette von ihr sauber macht, dass sie fokussieren, bitte. Der Nachteil ist, wenn man die Toilette sauber macht, Maya spielt immer mit diesem Katzenstreu rum
und ich kriege eine Ruhe. Die will da rein, ich verstehe nicht wieso. Egal, also man sieht jetzt alles schön sauber. Jetzt mache ich das noch schön, weil ich bin so ein Mensch, das Katzenklo muss immer wunderschön aussehen. Ich weiß nicht, wie ihr es seid, aber ich bin so ein Mensch, das Katzenklo oder alles muss super sitzen und es ist jetzt einfach wunderschön. Naja. So, die Schaufel kommt wieder dahin und ich muss jetzt wieder Staub saugen, also kann ich eh jetzt alles hier dreckig machen. So, das wird jetzt halt weggeschoben. Ich mache das eigentlich immer zweimal am Tag. Das knote ich schnell zu. Ich gehe jetzt den Staubsauger holen. Maja! Du kleines Frischchen, geh weg, geh weg. Hat sie gleich gekommen. Und ja. So schnell, ganz schnell, komm ab. Flott, flott. Ich mach das immer so. Immer. Denk ich das daran? Mann, Maja hat Angst. Unsere Katze immer alles sauber. Egal was, ob Näpfe, also Näpfe muss man so oder so immer sauber machen, aber das Katzenklo, also das Streu, Dankeschön, wechseln wir, glaube ich, jede Woche ist das ungefähr. Was? So. Alles wieder schön sauber. Ja, wir haben zwei. Eins, zwei. Gut. Katzbaum. Nee, sind wir nicht. Lecker, lecker, lecker. Maja. Seht ihr, könnt ihr sie sehen? Wo ist sie? Maja. Maja. Da ist sie. Ja, mein Vater ist krank. Ja, komm. So süß. Ein schneller Dog. Hey, komm. Danke fürs Schauen und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Abend noch.